Liebe Brüder und Schwestern, unser Predigtthema heute Nachmittag lautet: Komm in die rettende Arche, der Sintflutbericht und seine Bedeutung für uns heute. Kann die Erzählung von der Sintflut historisch gemeint sein? Diese Frage stellt Professor Dr. Siegfried Zimmer auf www.worthaus.de. Zimmer meint, wenn man den Sintflutbericht einer literarischen Gattungsanalyse unterziehe, dann würde man schnell erkennen, dass es sich hierbei um eine mythologische Fluterzählung handle, die nicht tatsächlich passiert sein will, sondern dazu da ist, um eben anhand einer Erzählung darzustellen, wie Gott mit den Menschen durch tiefe Nöte hindurchgeht und dem Menschen die Treue hält und beim Menschen und mit dem Menschen bleibt. Also man muss nur die Gattung dieses Berichtes in der Bibel untersuchen und dann stelle man fest, das war gar nicht so gewesen, das war auch von der Bibel gar nicht so gemeint, dass es so gewesen sei. Man muss halt das nur richtig analysieren und dann würde man das schon verstehen. Worthaus.de wird von vielen Christen angehört und ist ein Versuch, universitäre Theologie auch den evangelikalen Gemeinden schmackhaft zu machen. Und so läuft das dann ab. Also das als kleines Schmankerl am Anfang, wenn man sich den ganzen Vortrag hört, da wird man merken, das passt ganz und gar nicht zusammen mit dem, was in der Bibel steht und auch ganz und gar nicht zusammen mit dem, was wir jetzt miteinander durchgehen wollen. Denn wir wollen uns fragen, ja, wie ist das? War das nun eine mythologische Fluterzählung oder ist es tatsächlich passiert? Und wenn es richtig passiert ist, dann wollen wir uns fragen, ja, was hat denn das mit uns und mit der heutigen Zeit zu tun? Wir hören noch einmal Hebräer 11, Vers 7. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt das Urteil und hat ererbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. 4 Punkte wollen wir miteinander uns anschauen. Noahs Arche, nicht Mythos, sondern Tatsachenbericht. Das zweite, Noahs Arche, die Warnung vor dem Weltgericht. Das dritte, Noahs Arche, der Bau des rettenden Schiffes. Und das vierte, Noahs Arche, der rettende Glaube und die Wiederkunft Christi. Also das erste, nicht Mythos, sondern Tatsachenbericht. Ich sage es einfach gleich vorneweg. Nein, die Bibel geht davon aus, dass das, was da steht, auch wirklich so geschehen ist. Und gerade wenn man die Gattung dieser Texte anschaut, dann merkt man von vorne bis hinten, das will historisches Zeugnis von historischen Ereignissen sein. Das ist der Anspruch dieses Textes, wenn man ihn liest. Wenn man das vergleicht mit den Mythen Mesopotamiens zum Beispiel, wo ja teilweise die gleichen Ereignisse beschrieben werden, dann merkt man sofort, das ist ein riesiger Unterschied. Das eine ist Mythos, das andere ist historisch gemeint. Schauen wir einmal überhaupt die Einordnung dieses Ereignisses, Noah, der die Arche baut, in die Wolke der Zeugen in Hebräer 11 an. Hebräer 11 ist ja eine lange Liste, wir haben ja einiges gehört, von alttestamentlichen Zeugen, die auf Gottes Wort, das sie gehört haben, vertraut haben, auf dieses Wort hin gehandelt haben und dann erlebt haben, wie Gott in ihr Leben eingegriffen hat. Und nur deshalb sind sie in dieser Wolke der Zeugen genannt, um uns zu ermutigen, genau dasselbe zu tun. Und das ist der Anspruch von Hebräer 11. Und so wird auch jeder einzelne Glaubenszeuge geschildert, als jemand, der das tatsächlich so erlebt hat. So, wenn das jetzt gar nicht tatsächlich passiert ist, bei Noah und bei Abraham und bei Daniel und wer auch immer, ja, dann können wir es vergessen. Dann können wir das hier zuschlagen, dann brauchen wir das gar nicht weiter angucken.
Denn wie soll mich das ermutigen, etwas auf Gottes Wort zu vertrauen in meinem Leben, danach zu handeln und zu erwarten, dass Gott eingreift, wenn das hier alles sowieso nur ausgedacht ist? Das macht keinen Sinn. Also der Anspruch hier im Hebräerbrief ist ganz klar, diese Wolke der Zeugen, das sind echte Zeugen, die echt etwas erlebt haben mit dem lebendigen Gott, und zwar genau das, was da steht. Das ist das Erste. Dann haben wir in der Bibel mehrfach die Erwähnung Noahs. Die Bibel bezieht sich immer wieder auf dieses Urereignis zurück. Zum Beispiel Gott selbst in Hesekiel 14,14: Wenn dann diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott der Herr. Das heißt, der lebendige Gott, der schaut ja aus einer ganz anderen Perspektive auf die Geschichte Israels und sagt, wenn diese drei Männer, die ich genau kenne und ich genau weiß, wie die ihr Leben gelebt haben, wenn die hier wären, so, dann. Das heißt, Gott selber geht davon aus, dass es sich hier um historische Persönlichkeiten, die etwas Tatsächliches erlebt haben mit ihm, dass es sich um solche Leute handelt. Und dann im Neuen Testament Jesus selbst in Matthäus 24, 38, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. In anderen Worten, Jesus geht ganz klar davon aus, dass diese Dinge tatsächlich so geschehen sind, dass es die Zeit Noahs wirklich gegeben hat, dass er tatsächlich in die Arche gegangen ist und dass die Menschen es tatsächlich nicht beachtet haben. Sonst würde der Vergleich mit der Zeit vor seiner Wiederkunft gar keinen Sinn ergeben. Letztlich geht es darum, welche Brille ich als Bibelleser aufsetze. Wenn ich die Brille der historisch-kritischen Vernunft aufsetze und sage, alles, was hier geschrieben steht, muss erstmal vor dem Forum meiner Vernunft bestehen, muss historischen Wahrscheinlichkeitsurteilen gerecht werden, also ob so etwas in der Geschichte wirklich passieren kann, ist das wahrscheinlich oder nicht? Hat es solche Ereignisse schon mal gegeben, wie eine weltweite Flut? Da sagt die Vernunft, nein, habe ich noch nie erlebt, kann es also auch nicht geben. Und dann wird das aussortiert. Sind Wunder möglich? Die kritische Vernunft sagt, nein, die sind nicht möglich. Gott kann nicht eingreifen und irgendwelche gewaltigen Wunder tun. Aber der Glaube sagt, Gott kann sehr wohl. Und letztlich kommt es also darauf an, welche Brille ich beim Lesen der Bibel aufsetze, um zu erkennen, dass hier Gott tatsächliche Dinge in die Bibel hat schreiben lassen, die eben vor langer Zeit geschehen sind. Paulus macht uns das sehr schön vor, als er in Caesarea vor dem Statthalter Felix steht und das Zeugnis ablegt und dort sagt in Apostelgeschichte 24, 14, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Also, Paulus war einer, der hat das hier genommen und hat das für bare Münze genommen. Und genau das tun wir in der Kraft des Glaubens. Und erkennen dann auch, dass es tatsächlich so geschehen ist. Und wenn wir dann mit dieser Brille des Glaubens in die Welt gucken und in die Geschichte gucken und in unsere Umgebung gucken, dann merken wir auf einmal, dass das Sinn ergibt und dass es tatsächlich so gewesen ist. Denn man findet auch außerbiblisch eine ganze Reihe von Belegen dafür, dass es die Sintflut wirklich gegeben hat. Und die gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen in Kürze durch. Wir reißen es nur an. Aber wir müssen das machen, weil unsere Zeit so weit weg ist von dem Gedanken, dass es diese Sintflut wirklich gegeben hat. Die Leute sind so weit davon weg, dass sie das grundsätzlich für ein Märchen halten, weil sie alle dieses Playmobil-Schiff vor Augen haben mit Giraffen und Arche Noah und so weiter. Alles als Spielzeug oder im Kinderbuch, wo dann die Giraffe noch oben rausguckt, so ein kleines Schipper-Nussschälchen und meinen ja, das kann ja gar nicht funktionieren, also ist die Arche Noah ein Märchen. Ja, aber wenn das die Gedanken sind, die die Leute haben,
Wie können Sie dann überhaupt zu so einer Überzeugung kommen, dass es das tatsächlich gegeben hat? Schauen wir mal in verschiedene Bereiche hinein. Zum einen die globale Verbreitung der Sintflutgeschichte. Das heißt, die Mythen Mesopotamiens habe ich schon erwähnt. Das heißt, man findet Keilschrifttafeln und auf den Keilschrifttafeln, die man aus dem mesopotamischen Sand ausgegraben hat, findet man genau den Sintflutbericht, aber mythologisch verfremdet. Das heißt, man findet dort eine weise Person, die mit anderen sich in ein Schiff rettet, das viele Götter ein Strafgericht über die Menschheit verhängt haben und das eine Wasserflut ist, die global gewesen ist. Und dann sind diese wenigen Leute mit den Tieren durch das Schiff gerettet worden. Das findet man in den Keilschriftarchiven der Babylonier. Das ist faszinierend. Und da könnte man sagen, ja gut, die Juden haben das bei den Babyloniern abgeschrieben, das sind ja die gängigen Theorien, was aber absolut nicht der Fall ist, denn wenn man dann den biblischen Bericht daneben legt, dann hat der eine ganz andere Sichtweise, eben nicht mythologisch. Wir haben einen Gott und es ist beschrieben als historischer Bericht, ganz anders als die Sagen und Mythen der Mesopotamier, der Babylonier und der Assyrer. Aber wir sehen, wir haben offensichtlich eine Erinnerung an ein gemeinsames Urereignis, auf das sich die babylonischen Texte beziehen und auf das sich die Bibel bezieht. Und jetzt darüber hinaus gucken wir weltweit und sehen, dass die Chinesen diese Geschichte haben, dass die Indianer diese Geschichte haben, dass im Sagenschatz der Kulturen diese Geschichte mit einer weltweiten Flut, einem Schiff, einem Mann und seiner Familie und den Tieren, dass das weltweit gespeichert ist im kollektiven Erinnerungsschatz der Menschheit. Ja, wie kommt denn das? Wie können denn Menschen auf dem ganzen Globus unabhängig voneinander zu dieser einen Geschichte kommen? Ja, doch nur, weil sie alle von den Menschen abstammen, die aus diesem Schiff herausgekommen sind. Und diese Geschichte sich dann in allen Erdteilen auch als Grundgeschichte verbreitet hat, aber überall wucherte dann lauter Zusatzmaterial, sodass da so Mythosgeschichten draus geworden sind. Aber in der Bibel haben wir von Gott autorisiert den Originalbericht. Ist der Hammer! Ja? Wenn man das mal alles so durchdacht hat und sich dann die Beispiele auch angeguckt hat von diesen gesammelten Sagen, die sind also weltweit gesammelt worden, man kann das in Büchern nachlesen, dann kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Sagt, wow. Und dann, wenn man dann die biblischen Berichte daneben liegt, dann sieht man, ja, das hat eine ganz andere Qualität. Das ist viel mehr, da steckt viel mehr dahinter. Das muss das Original sein. Das fällt einem sofort ins Auge. Also die globale Verbreitung der Sintflutgeschichte. Das Zweite ist, wir haben auf der ganzen Welt Spuren der Sintflut in der Geologie hinterlassen. Das heißt, wenn man im Urlaub irgendeine riesige Schlucht bestaunt oder man ist im Grand Canyon in Amerika, ich war noch nie da, aber war schon mal jemand da im Grand Canyon? Jawohl. Also das muss ja beeindruckend sein, ja? Und jetzt sage dir mal jemand, ja, das ist über hunderte von Millionen Jahren langsam durch Colorado River oder was, ja, der da so langsam immer durchgeflossen hat, immer ein paar Steinchen mitgenommen und dann wurde das immer tiefer. Niemals, wenn du da reinguckst, niemals. Das heißt, da müssen gewaltige Wassermassen gewirkt haben, um solch einen Riss in die Landschaft zu fräsen, regelrecht, dass die Menschen weltweit heute in dieses Ding reingucken und sagen, boah, hier muss ja was abgegangen sein, ja. Und ich lese mal hier was vor, was uns das ein bisschen vor Augen führt. Das kommt aus dem Spiegel, aus dem Jahr 2004. Da heißt es, ein deutscher Forscher hat unweit von Tübingen Spuren einer womöglich mehrere tausend Meter hohen Riesenwelle entdeckt, deren Ausläufer vor rund 200 Millionen Jahren um die Erde schwappten. Eine Riesenwelle von mehreren tausend Metern. Jetzt stellt euch das mal vor.
Hinweise auf die urzeitliche Katastrophe fand der Geowissenschaftler Michael Montanari in einer 20 bis 30 Zentimeter starken Gesteinsschicht. Der Spiegelbericht spricht von der Vernichtung von 3/4 aller lebenden Tierarten. Er spricht von einer Wasserwand, die alles Leben mit sich gerissen habe. Er spricht von einer apokalyptischen Woge und einer gewaltigen Ökokatastrophe, die dieses Ereignis nach sich zog. Ja, aber eine Sintflut hat es nicht gegeben. Nein, 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 nein. Die Bibel ist ein Märchenbuch. Ja, also, Entschuldigung, da hakt es bei mir so ein bisschen aus. Ja, das kriege ich nicht zusammen. Wie man auf der einen Seite die Bibel zum Märchenbuch erklärt und dann zum anderen mit solchen Ereignissen kommt, das in den Spiegel schreibt und sagt, so ist es gewesen. Ja, weil man das findet. Weil diese Dinge tatsächlich in der Geologie unserer Erde abzulesen sind. Oder ich stehe als junger Mann, der noch gar nicht an Gott glaubt, in New Mexico, irgendwo ganz im Süden, bei den Carlsbad Caverns. Wir gucken in eine riesige Ebene rein und über uns kreisen Zehntausende von Fledermäusen und der Führer sagt, ja, hier, wo Sie jetzt rüber gucken über diese Ebene, das alles war ein gigantisches Meer. Und ich stehe so und denke, wie geht das denn? Ja, da findet man auch überall Muscheln und so weiter. Ja, ich habe mir das so über. Ich war ja noch kein Christ, ich konnte das nicht irgendwo unterkriegen. Heute weiß ich, warum da Wasser stand. Ja klar, da stand mal Wasser, das war alles mal unter Wasser. Und dann guckt man diese gewaltigen Sedimentablagerungen. Schichten, riesige Schichten mit abgelagertem Material, das irgendwo anders aufgenommen wurde. Von was denn? Von Wasser. Und diese Wassermassen haben dann dieses Material weggeschwemmt und irgendwo abgelagert. Und jetzt staunen die Wissenschaftler, boah, sind das gewaltige Schichten. Und müssen dann untersuchen, wie das da hingekommen ist. Ja, sagen selbst, durch Wasser. Dann haben wir diese eingeschlossenen Fossilien. Riesige Friedhöfe mit Dinosaurierfossilien. Die sind alle ganz plötzlich eingeschlossen worden. Weil nur so kommt es zu diesem Fossilierungsprozess. Also auch ein Hinweis auf ein naturkatastrophisches Ereignis, das dann dazu geführt hat, dass die damalige Fauna und Flora ausgelöscht wurde. Und wir haben in den Fossilien eben noch Hinweise darauf. Also wer dazu mehr lesen möchte, findet in dem Büchlein Sintflut und Geologie, Schritte zu einer biblisch-urgeschichtlichen Geologie, ganz interessante Hinweise. Das Problem ist, die Leute machen die Augen nicht mehr auf und fragen keine tiefergehenden Fragen. Ging mir als Nicht-Christ ja auch so. Ich habe diese Fragen nicht gestellt. Und dann bleibt man blind. Aber guckt man genau hin mit der Brille des Glaubens, dann kann man es auf einmal sehen. Wir stammen alle, so sagt es selbst die Wissenschaft, von einem Urpaar ab. Wir alle, wir sind alle Brüder und Schwestern, ja? Ich meine, das wissen wir ja. Nicht nur von Adam und Eva, sondern von Noah und seiner Frau. Also die Wissenschaft hat herausgefunden, ich lese es mal vor, in einer bahnbrechenden genetischen Studie kamen Wissenschaftler der Rockefeller University in New York und des Biozentrums der Universität Basel in der Schweiz zu dem Schluss, dass jeder einzelne heute lebende Mensch und mehr als 90% aller Tierarten jeweils von nur einem einzigen Paar abstammen. Das sagt die Wissenschaft. Warum wird das eigentlich nicht an die große Glocke gehängt? Wenn das wissenschaftlich nachgewiesen ist, warum drehen die dann nicht alle am Rad und sagen, hallo, dann ist das ja gar kein Märchenbuch hier, dann stimmt das ja. Dann haben wir nämlich entweder Adam und Eva als Urpaar oder Noah und seine Frau und die drei. Man nennt das übrigens, man kann das googeln oder bei Wikipedia nachlesen, die mitochondriale Eva, ich kann das gar nicht aussprechen, und den mitochondrialen Adam. Weil man durch genetische Studien herausfindet, dass alle Menschen immer zu diesem einen Urpaar zurücklaufen. Und manche sagen sogar, das sind drei Urpaare, weil man da verschiedene Beobachtungen gemacht hat, die darauf hinweisen, was sehr schön auch eben zur Arche Noah passt, die drei Söhne Noahs. Also es ist schon doll, was man erkennen kann, wenn man die
Brille des Glaubens aufhat. Also wir können zusammenfassen, es gibt gute Gründe, diesen Bericht in der Bibel tatsächlich als Tatsachenbericht zu glauben, und es gibt gute Argumente dafür, und wir brauchen uns diese Argumente eigentlich nur erarbeiten. Und das machen zum Glück und Gott sei Dank Organisationen wie Wort und Wissen, die sich alle Mühe geben, um da die Argumente zu finden. In Amerika gibt es auch sehr gute Organisationen, die diese Arbeit betreiben. Aber wir sind das unseren Mitmenschen auch schuldig, dass wir diese Dinge ihnen auch weitersagen, damit sie nicht in diesem Irrglauben verhaftet bleiben, dass das alles nur Märchengeschichten sind, die in der Bibel stehen, sondern es ist gute Gründe. Und wir müssen eben aufpassen, dass wir in unseren Gemeinden uns nicht von diesen auch innerevangelikalen Strömungen wegreißen lassen, die eben auch versuchen, das jetzt aufzulösen, weil man sagt, ja, das kann man den modernen Menschen nicht mehr zumuten. Damit machen wir uns ja unglaubwürdig, wenn wir sagen, dass es die Sintflut wirklich gegeben hat. Ja? So wird selbst in frommen Gemeinden heute schon argumentiert, und da müssen wir fit sein und wissen, wie wir da gegen argumentieren. Und die Argumente sind ja da. Also das wäre das erste, nicht Mythos, sondern Tatsachenbericht. Das zweite, Noahs Arche, die Warnung vor dem Weltgericht. Denn das knüpft die Bibel letztlich an diesen Bericht dran, dass sie sagt, Gott richtet die Welt. Er hat es getan und er wird es wieder tun. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Ja, was sah er denn da? Also was sah er, was die anderen nicht sehen konnten? Und zwar das, was Gott ihm gesagt hatte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen und uns darauf verlassen, berufen und darauf vertrauen. Denn hier sehen wir die Dinge, die noch nicht sind. Das ist unser Vorrecht als Christen, dass wir hier die Offenbarung der Dinge haben, die noch nicht geschehen sind, aber geschehen werden. Und so ging es damals dem Noah. Er wusste, 1. Mose 6, 13, das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. So hat Gott es gesagt. Und das hatte Noah im Ohr und im Herz. Das Ende allen Fleisches ist beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Götzendienst, Unzucht, Okkultismus, Gewalt, Grausamkeit überall dort, wo Menschen waren. 1. Mose 6, 5 bis 7, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh, bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Ein Strafgericht, das konnte Noah sehen, wird kommen. Gott hat es ihm offenbart. Wie würde dieses Strafgericht vonstatten gehen? Auch das hatte er gesagt, denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist, unter dem Himmel, alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Heute sagen Theologen gerne, ja, man kann wohl mit einem lokalen Flutereignis rechnen. Das sind dann immer die schlauen Sprüche, die die Theologen dann da reinschreiben, weil eine globale Flut kann ja gar nicht sein, aus den und den Gründen. Also, ja, vielleicht ist das so eine Erinnerung an eine lokale Flut. Nein. Hier steht ganz klar, alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Und so ist es auch geschehen. Das hatte Gott angekündigt, und das waren die Dinge, die Noah sehen konnte, obwohl sie noch nicht geschehen waren. Und damit haben wir ja die Analogie zu uns heute, dass wir genau wissen, was hier steht. Wir wissen genau, was Gottes Antwort auf Unzucht, auf Okkultismus, auf Götzendienst, auf Gottlosigkeit,
auf Gewalt und Krieg und Elend, das wir Menschen untereinander ausbreiten. Dass nämlich genau das wiederkommen würde. Damit ist dieses Urgericht nur eine Vorankündigung des Endgerichts, ein Hinweis auf das letzte Weltgericht. Gott ist der Richter und er wird richten. Und wenn es damals ernst war, dann wird es am Ende erst recht ernst werden. Aber Gott ist eben auch ein Retter. Er ist ein Richter, aber er ist ein Retter. Und das zieht sich eben so wunderbar durch die Bibel durch. Von ganz vorne bis ganz ans Ende. Er ist ein Richter, aber er ist auch ein Retter. Und deshalb kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Noahs Arche, der Bau des rettenden Schiffes. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Das ist immer wieder das gleiche Phänomen, was wir selber ja auch als Christen leben. Der Glaube steckt uns im Herzen. Das Wort Gottes steckt uns im Herzen. Und weil wir das erkannt haben, dass dieses Wort wahr ist, handeln wir danach und gestalten unser Leben danach. Deshalb sind uns auch diese Glaubenszeugen hier gegeben, damit wir sehen, wie sie es gemacht haben und wie wir es machen sollen und machen können. Das Wort, das der Noah gehört hatte, war in seinem Herzen und das hat ihn nun dazu bewegt, dieses gewaltige Schiff zu bauen. Auf grüner Wiese. In einer Situation, wo kein Meer und kein Regen und kein Sturm und keine Flut oder irgendetwas in der Richtung auch nur angedeutet war. Verrückt! Aber so ist es mit dem Glauben. So ist es auch mit deinem Glauben. Du hast sein Wort im Herzen. Und auf dieses Wort verlässt du dich. Und auf dieses Wort hin handelst du. Und du darfst sicher sein, das, was Gott sagt, das tut er auch. Und deshalb ist das auch so entscheidend, dass wir nicht einfach sagen, ja, das sind nur Mythen und Märchengeschichten, bisschen fromm angehaucht. Denn wenn es das wäre, dann können wir diesen Glauben rausschmeißen, dann brauchen wir das nicht. Dann können wir uns darauf gar nicht verlassen. Nein, aber Gott tut, was er sagt. Wenn er sagt, ich werde meinen Sohn auferwecken von den Toten, dann tut er es auch. Und wir wissen, dass er es getan hat. Und wenn er sagt, dieser Sohn Gottes wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit, dann kommt er auch wieder. Und auch wenn das 2000 Jahre lang ausbleibt und auch wenn dir alle Leute sagen, nee, der kommt nicht. Er wird nicht kommen. Er kommt. Der Noah soll einen Kasten bauen. Mache dir einen Kasten von Tannenholz, mache Kammern darin, verpiche ihn mit Pech innen und außen, mache ihn so. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite, 30 Ellen die Höhe. Ein Fenster sollst du für den Kasten machen, oben an, eine Elle groß. Die Tür sollst du mitten in seine Seite setzen und er soll drei Stockwerke haben. Eins unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Der hebräische Begriff für die Arche ist Teva. Das übersetzt ins Lateinische ist Arca. Und aus dem Arka haben wir unsere Arche. Deshalb benutzen wir diesen Begriff überhaupt. Noah hat sich an die Vorgaben Gottes gehalten. Das ergibt, wenn man das umrechnet auf Meter, es gibt verschiedene Übersetzungen der Elle. Wenn man nur die ganz konservative, also die kleinste Variante nimmt, dann hätten wir ein Schiff mit einer Länge von 135 Metern, 22,5 Meter Breite, und 13,5 Meter Höhe. Man kann die Elle auch länger berechnen, dann wird das Schiff noch größer. Der Werner Gitt hat das hier auch in einem Vortrag sehr schön erläutert, das sonderbarste Schiff der Weltgeschichte. Einige waren an dem Abend auch da, sehr zu empfehlen. Allerdings, wenn man sich den Vortrag mal im Internet anguckt, dann wird einem schwindelig, weil der Mann so kompliziert rechnen kann, dass man einfach... Also man wird abgehängt, aber das Ergebnis ist ja entscheidend. Er sagt, die beiden wichtigsten Konstruktionsmerkmale, hohe Schwimmstabilität bei gleichzeitig sparsamen Materialeinsatz, hat
Noah die bestmöglichen Abmessungen verwendet, die Gott ihm natürlich gegeben hat. Also das wäre für einen Tischler oder einen Zimmermann eine helle Freude gewesen, dieses Bauwerk. Wie gern hätte ich das Schiff gesehen. Es gibt ja Leute, die suchen danach und finden ab und zu mal auf dem Ararat irgendeinen Holzsplitter. Aber ob der wirklich von der Arche ist, das ist eine andere Frage. Wir wissen auf jeden Fall, dass Noah alles tat, was Gott ihm gebot. So heißt es in 1. Mose 6, 22. Und unter wie viel Anfechtung wird er das gemacht haben? Er hat dieses Schiff gebaut und während er das baute, sind die Leute vorbeigegangen, seine Mitbewohner, die da auch in seinem Ort wohnten, und haben gesagt, Noah, du spinnst, du brauchst hier kein Schiff bauen, du lebst auf dem Trockenen, was willst du mit diesem riesigen Kahn hier mitten in dieser herrlichen Landschaft? Es muss wunderschön dort gewesen sein, fruchtbares Land und alles da, warum baut der Mann ein Schiff, der ist verrückt. Bis der Tag kam, an dem er in die Arche ging und Gott hinter ihm zuschloss, und dann ging es los. Die Bibel beschreibt es da. Dann kam die Flut und vernichtete alles Leben auf der Erde, Fauna und Flora. Gottes Wort erfüllte sich ganz genauso wie angekündigt. Wer übrigens die Frage hat, wie passten denn alle Tiere in die Arche Noah, das wäre ein zweiter Vortrag oder eine zweite Predigt, können wir hier nicht leisten. Aber es gibt im Internet, auf der Internetseite der Studiengemeinschaft Wort und Wissen, einen relativ komprimierten Artikel dazu, aber sehr, sehr aussagekräftig. Der heißt einfach genauso, wie die Frage ist, passten alle Tiere in die Arche Noah? Also das lohnt sich, das mal anzuschauen, und dann kann man da Argumente finden, die man dann gut verwenden kann, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, über diese Frage. Ja, dann noch ein vierter Punkt, Noahs Arche, der rettende Glaube und die Wiederkunft Christi. Das Neue Testament macht unmissverständlich klar, dass die Sintflut eine ganz, ganz große Bedeutung auch für unsere Zeit hat, und zwar gerade für die allerletzte Zeit als Einordnung der Zeit, in der wir leben, kurz vor der Wiederkunft Christi. Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit und er wird die Menschheit richten im Weltgericht. Matthäus 25, Abvers 31. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Und dann heißt es, werden sie hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Also eine ganz klare Scheidung, da gibt es keinen neutralen Raum, sondern es gibt ein Geh hinein ins ewige Leben und Geh in das ewige Verderben. Die Menschheit wird in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Machen wir uns da nichts vor. Das sind die klaren Worte Jesu, nicht nur an dieser Stelle, sondern immer wieder warnt er davor. Und das sind nicht Worte, die wir jetzt einfach irgendwie Jesus wegnehmen können und das als Gemeindetradition darstellen können. Jesus habe so etwas doch nie gesagt, sowas würde Jesus doch nie sagen. Doch, das hat er gesagt, und zwar deutlich genug. Und Jesus hat ihm dann auch gesagt, wie die Menschheit sein wird kurz vor seiner Wiederkunft. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, der für unsere Zeit so kennzeichnend ist. Sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. Ist das nicht eine Zeitbeschreibung sondergleichen für unsere Tage? Sie beachteten es nicht.
Es ist genau unsere Zeit. Geht zu den Menschen hin und sprecht sie darauf an. Stellt euch in die Fußgängerzone eurer Stadt oder sprecht mit euren Nachbarn über den Gartenzaun. Glaubst du, dass Jesus wiederkommen wird? Frag sie ganz direkt auf den Kopf zu. Glaubst du das? Dass Jesus wiederkommen wird mit Macht und mit Herrlichkeit? Derselbe Jesus, der an diesem Kreuz gehangen hat, der wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Glaubst du das? Bereitest du dich darauf vor? Fragen wir die Leute mal. Kommen wir mit denen ins Gespräch. Und dann werden wir merken, es ist genau das. Es ist genau dieses Phänomen. Sie beachteten es nicht. Ja, spotten vielleicht. Sagen, komm, hör doch auf. Das kannst du vergessen. Da kommt keiner mehr. 2000 Jahre lang ist er nicht gekommen. Glaub doch nicht, dass sich das ändern wird. Sie beachteten es nicht. Und dann kam die Sintflut und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. So sagt es Jesus in Vers 39, in Kapitel 24. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und das sind genau unsere Tage im christianisierten, evangelisierten Europa, wo man wirklich jetzt 2000 Jahre Kirchengeschichte hinter sich hat, sagen dir die Leute auf der Straße, dass dieses Ereignis sicherlich nicht mehr eintreffen wird. Und genau so hörst du es auch vor den Kanzeln. Entweder es wird verschwiegen, es wird gar nicht mehr darüber geredet, oder es wird offen geleugnet. Die Vorstellung eines mit den Wolken wiederkommenden Christus ist ein für alle Mal erledigt, so hat es Rudolf Bultmann in einem seiner bekannten Aufsätze gesagt und damit Theologengenerationen geprägt. Das muss man sich mal vorstellen. Und das erklärt auch, warum das los ist in unseren Kirchen, was los ist. Dass da jedes Jahr über 200.000 einfach austreten, weil ihnen diese Botschaft gar nicht mehr gesagt wird, weil es dadurch dann eine innerweltliche Botschaft gibt. Und dazu braucht man keine Kirche. Die kriegt man auch außerhalb. Und deshalb verschwinden die Menschen. Die Menschheit steht vor der Wiederkunft Christi und wir haben diesen geistlichen Notstand, dass sie es nicht beachten und in der Gefahr stehen, im Weltgericht nicht dem Retter zu begegnen, sondern dem Richter. Also das Sintflutgericht warnt uns vor dem Weltgericht. 2. Petrus 3, 6 bis 7. Die Welt wurde damals in der Sintflut vernichtet. Sagt Petrus dort, so werden auch jetzt Himmel und Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichtes und der Verdammnis der gottlosen Menschen. So klar und deutlich ist die Bibel an diesem Punkt. Die Sintflut und das Weltgericht hängen ganz eng miteinander zusammen. Deswegen ist es schlimm, wenn Theologen den Sintflutbericht für eine Märchengeschichte erzählen, weil sie dann damit indirekt auch das Weltgericht leugnen. Indirekt. Aber wir haben es vorhin schon gehört, Gott ist nicht nur ein Richter, sondern er ist auch ein Retter. Und deshalb ist die Arche eine einzige, gewaltige, große Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Noah, komm in die Arche! Und so ruft Jesus heute uns zu und sagt, komm zu mir! Und lass dich retten aus diesem verkehrten Geschlecht, damit du nicht im Gericht untergehst. Der Bau der Arche weist uns den Weg zum rettenden Glauben an Jesus Christus. Ich habe dazu drei kleine Unterpunkte. Das erste ist, komm in die rettende Arche, indem du zu Gott umkehrst. Wie komme ich in die rettende Arche, indem ich zu Gott umkehre? Nochmal, Petrus im zweiten Brief, drittes Kapitel, das lohnt sich, das nochmal in Gänze zu lesen. Da geht es ja auch um die Wiederkunft des Herrn und die Menschheit, die sagt, wo ist denn dieser Jesus? Wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Und dann sagt Petrus, und er wird kommen. Und dann sagt er, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße, zur Umkehr finde. Kehren wir um,
und klettern wir in die Arche Noah, kommen wir zu Jesus. Das zweite, komm in die rettende Arche, indem du an Jesus Christus glaubst. Römer 10, 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Munde bekennt, wird gerettet. Das ist unsere Arche, wenn wir unser Herz im Glauben an Jesus Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, binden. Wenn wir das tun, dann haben wir den Zugang zur Arche gefunden. Ja, dann sind wir in der Rettungsarche drin, bei Jesus. Und das dritte, komm in die rettende Arche, indem du heilig und vorbereitet lebst. Noch einmal 2. Petrus 3, Abvers 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Also ganz analog zur Sintflut. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen? Also im Kern, es geht um einen heiligen Wandel und frommes Wesen. Also lebe mit Jesus Christus, konsequent in der Nachfolge am Wort Gottes orientiert. Wenn Noah heute leben würde, er wird ja auch der Prediger der Gerechtigkeit genannt, 2. Petrus 2, Vers 5, dann würde er genau das sagen. Kehr um zu Jesus, glaube an Jesus und lebe heilig und vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu. Das sind die drei Dinge. Kehr um zu Jesus, glaube an Jesus und lebe heilig und vorbereitet auf die Wiederkunft Jesu. Das bedeutet in der Arche sein. Wenn du das tust, dann wirst du gerettet. Dann bist du in der Arche, dann kommst du nicht in das Gericht, sondern die Arche führt dich hinein ins ewige Leben. Halleluja! So sieht es aus, wenn wir an Jesus festhalten. Aber, und das sage ich zum Schluss als Aufgabe, wenn wir jetzt auseinandergehen, nachher nach dem Gottesdienst, dass wir diese Botschaft bitte unseren Mitmenschen weitersagen, dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir ihnen die Augen öffnen für das Unsichtbare, was kommen wird. Wir sehen es, mein Nachbar sieht es nicht, mein Arbeitskollege sieht es nicht, mein Verwandter sieht es nicht. Sag du es ihm, denn wer soll es ihm denn sonst sagen? Nur der, der an Jesus Christus glaubt, kann diese Botschaft überhaupt weitersagen. Wir sind gefragt. Und damit gibt uns diese Predigt auch einen ganz klaren Auftrag mit, dass wir diese Botschaft vom kommenden Weltgericht und der Rettungsarche Jesus, dass wir das mit Freude und Zuversicht auch draußen verkünden. Das lasst uns miteinander tun. Jesus ist dann bei uns, wird uns dabei helfen und wird uns auch zur rechten Zeit die richtigen Worte geben. Amen. Amen.